Hallo und willkommen zur neuen Folge Minecraft Scarlet Redino. Genau, heute haben nämlich, es haben richtig viele, ich habe wieder 150 Kommentare bei der Scarlet, bei der zweiten Scarlet-Folge bekommen. Oder ich höre gerade schon was. Und ja, es hat zum Beispiel einer geschrieben, das Tier, das du bei Minute bla 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 gesehen hast, war ein Basilisk. Und es gibt doch viel mehr und super cooles Video. Was hat er geschrieben? Allein dafür kriegt das Video erstmal ein Like. Yo, mai. Okay, und es hat auch einer geschrieben, genau, der gute alte Entwickler Schlaumeier Nummer 2. Alle Drachen ab Level 4 oder 5 droppen ein Ei. Damit kannst du einen Drachen zähmen, kannst du tote Drachen häuten, dann bekommst du seine Knochen und den Kopf. Den Kopf kannst du platzieren und beim Kopf steht das Level dabei, hat er geschrieben. Genau. Ich werde auch demnächst mehr einblenden, also keine Ahnung. Das haben ja auch relativ viele hier, natürlich geschrieben, das Intro ist cool und so. Und ja, es waren richtig viele Kommentare. Das freut mich halt mega. Und genau, heute ist nämlich eine coole Folge, mehr oder weniger. Wir gehen erkunden, beziehungsweise, ja, wir suchen einen neuen Ort, weil hier ist es alles so, keine Ahnung. Ich finde es ja nicht cool, ich weiß nicht. Okay, Leute, da vorne ist ein toter Drache. Ich mag sie nicht. Hier ist ein bisschen irgendwie alles ausgetrocknet und hier ist schon wieder Drache. Mr. Drache. Ja, so, ich ziehe erst hier erstmal aus. Ich habe die wichtigsten Sachen mitgenommen. Den Rest brauche ich, glaube ich, nicht. Also, alles gut. Alright. Dann möchte ich mal sagen, ich gehe hier mal los gleich. In der Hoffnung, dass hier kein Drache kommt. Ist hier irgendwo ein Drache? Ich rüste mir mal Blöcke aus. Hier muss ein Zombie. Kann man nichts machen, ist auch noch ein Zombie. Okay, ich häute den mal nicht hier. Oder kann man den häuten? Irgendwie kann man heute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich gehe ja mal Richtung, solange es noch Tag ist, weil ich habe ein Bett, das ist gut. Solange es noch Tag ist, gehe ich hier mal erkunden. Weil ich glaube, in Wasser darf ich nicht gehen, ich gehe mal in die Richtung. Warte, vorne ist eine Wüste wieder. Ich weiß es nicht. Egal, mein Ziel ist halt, der Folge ein kleines Unterschlupf hier zu bauen, einen neuen Biom. Es gibt nämlich richtig viele Biome. Und ja. So, Leute, ich renne hier schon eine Weile hier bei dem Dings hier entlang. Ich habe jetzt endlich ein neues Biom gefunden. Irgendwie auch mit Holz, mit ganz normalem Holz und rotem Holz. Und ich sehe gerade, da vorne ist noch ein Biom. Okay. Ich renne mal hin. Gelbes Biom. Ist so ein Magie-Biom oder so, kann das sein? Gelbes Biom. Aber das Gras sieht ganz saftig aus. Irgendwie so ganz schön grün hier. Hier ist Kohle und alles. Hier ist irgendwie verpackt. Okay. Ich denke, ich kann. Muss schnell hier noch eine Höhe stellen. Ist auch ein bisschen Dings-Sounds hört. Alright. Aber da vorne ist schon wieder so ein Winterbiom oder sowas. Sind nicht mit goldenen. Wow. Ich kann richtig schnell abbauen. Die Blätter fallen mir drauf. Lol. Auf jeden Fall hat hier auch einer geschrieben. Hier letztens bei 9. Komm jetzt. Warte, ich gehe schnell schlafen. Hat einer geschrieben. Nämlich kann ich mit Minute 3:33 eingeblendet werden. Natürlich kannst du das. Hier bist du eingeblendet. Alright. I can only sleep at night. Ich warte kurz. Auf jeden Fall. Hier ist ein sehr komisches Biom. Ich craft mir mal ein bisschen Fackeln noch. Weil ich habe relativ wenig Fackeln. Fackelaridinos. So. Weil ich will ja in der Nacht wirklich nicht schlafen hier. Das ist echt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, soll ich mir hier gleich so ein Dings machen? So ein Haus. Gut, nicht. Ich gehe, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Schau, was da vorne ist. Ich hoffe, kann ich schlafen hier. Zum Glück kann ich in mein Bett. Ah, nice, ich kann schlafen, okay. Alright. Und genau, einer hat noch. Okay, warte. Ich glaube, ich lese noch ein paar Kommentare später vor. Aber schreibt unbedingt hier auch mal in die Kommentare, ob dass ihr eingeblendet werdet. Mich freut es halt wirklich, wenn ihr richtig viele Kommentare schreibt und ihr wirklich in Modpack hier dabei seid, also richtig so das Feeling habt und ja, ich finde das richtig cool, wenn ihr viele Kommentare schreibt. Und ich würde das auch immer, ich feiere das immer, wenn ihr irgendwie ein Like da habt oder so, das motiviert mich aber so viel mehr hier Modpacks zu machen und generell Folgen hier von Scarlet zu machen. Und weil sieht das Wasser richtig cool aus, ich könnte vorne gehen. Ich glaube, ich gehe mal um das Ufer herum. Um das Ufer-Radi-Dino, so, easy peasy. Ich könnte wirklich mal so ein Iridino oder so Merge eigentlich machen. Ich weiß nicht, feiert ihr irgendwie so Merge oder so von mir?
Ich weiß nicht, ich kann mal Channel machen, irgendwie so mit Iridino, weil ich. Oder Alright, Alright oder so kann ich auch machen. Wir sind auch Mr. Schwein und Mrs. Schwein. Ich sind ja gerade herumgelaufen. So. Ich gehe mal um das Ufer herum. Ich meine, warum nicht, dass ich hier in die anderen Biome bin? Weil hier sieht auch, also saftig aus. Was steht da? Castle of the Game? Was? Also ich glaube, ach so, stimmt. Ich glaube, der ist einfach. Ich glaube, Flo ist einfach gerade. Oder was? Warum steht da? Castle of the Game? Der hat gerade einen Villager gehört. Okay, ist ein Zombie-Villager. Ach so, ich glaube, LAN ist offen, glaube ich. Wenn man Map. Nicht, wenn man LAN. Map joint steht nicht joint the game, sondern einfach left the game, hä? Lol, okay. Alright. Lass unbedingt mal ein Like da. Oh, Leute, ich sehe gerade, hier ist ein neues Biom. Was ist das hier? Holz? Ich weiß nicht. Ich kraft das mal hier um. Was brauchen wir nicht? Ja, ich schmeiß das mal weg. Was ist das für ein Holz? Great Oakwood. Oh oh. Ich glaube, ich habe Hunger, oder? Das war ein Hungerdings. Geräusch. So. Wo ist hier ein guter Ort, wo ich bauen kann? Soll ich hier bauen? Lol. Hier so fliegende Inseln und alles. Aber hier ist ein richtig schöner Ort. Und da vorne ist wieder Mrs. und Mr. Dings hier. Mrs. und Mr. Chicken. Hier ist Squid. Ein Squiddy. Und hier Tadeus, kann ich sagen schon. Oh, es laggt. Oh. Okay, ich glaube, die Map hat geladen, aber nur. Okay, ist Schatten. Ich glaube, ich bleibe in den Biom. Ich glaube, das sieht cooler aus hier. Ich meine, okay, ich habe gerade wieder so ein Ambient-Geräusch gehört. So. Ich habe ja Angst, dass hier irgendwo Drachen sind. Ich glaube, hier ist erst. Leute, hier ist schon wieder ein anderes Biom. Da brennt was. Oh, oh. Ich glaube, da vorne ist ein Drache. Ich nehme mich mal nicht hier. Nicht, dass es spawnt. Ich glaube, ich bleibe mal irgendwo da vorne. Ich will nämlich nicht, dass hier Drachen in der Nähe sind. Ich habe Angst, dass sie irgendwie mein Haus kaputt machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus, als würde da. Bevor das wieder Kaktus-Dings. Apropos Kaktus-Dings. Einer hat auch geschrieben. Oder was ist das hier für ein Biom? Glowstone? Einer hat auch geschrieben. Oder eine, glaube ich. Weil ein Horn Love. Genau, ein Horn Love 2000 hat geschrieben. Und du kannst einen riesigen Kaktus bauen. PS. Bitte liken, damit das Julian sieht. Ihr könnt auch Kommentare hier liken von anderen, wenn ihr das, die Idee praktisch cool findet. Ja, ich kann wirklich einen Kaktus bauen, wenn der vorne eh in der Wüste ist, ja. Hier ist Glowstone in dem Ding. Ich kann auch mal in die nächste Folge hinschauen. Ich glaube, hier ist ein perfekter Platz. Hier, okay, ist Lava. Lava, 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 Mr. Lava. Hier ist, glaube ich, ein perfekter Platz, hier mal reinzubauen. Ist sogar so, schon eine kleine Höhle ausgehöhlt. Kleine Höhle ausgehöhlt, jo wei. Ja. Ist wieder das Ohr? Herz. Ich glaube wirklich hier, glaube ich, baue ich mein Haus. Erstmal so ein vorübergehendes kleines Haus. Baue ich Flackelaridinos, Flackelaridinos, ja. Hier kommt oben noch Glas hin. Was so vorher ist, kann ich das in mein Haus bauen. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Crafting Benches. So. Und nein, natürlich eine Chest. Apropos Chests, ich glaube, es gibt auch noch solche Dings, habt ihr geschrieben. Solche upgradeten Chests oder so. Ich schau mal. So, jetzt habe ich mir alles hier eins. Ich habe noch einen Kaktus, immerhin. Diamonds. XP Bottles. Melon Seeds. So. Alright. Ich kann ja alles in Farben auch ordnen. So, Knockback. Ganze Dings hier. Das ganze wichtige Zeug hier. Bam, 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 bam. Ich will erstmal nur so ein kleines Haus hier haben. Ich habe sogar eine Regeneration Potion, fällt mir auf. Und so ein Brewing Stand. Ich habe das Dings. So Minengeräusche. Glaubt ihr, wenn man Haus nachher baut, glaubt ihr, ist es nachher weg? Wenn man so Holz platziert oder so? Ich hoffe mal. Oh, die Welt ladet ja schon wieder. Okay, nice. Ich hoffe, der Sound geht noch irgendwie weg. Wäre es auch nicht cool, wenn man so ein Minengeräusch. Oh, es lädt schon wieder hier. Wahrscheinlich spawnen hier irgendwie neue Biome oder ich weiß es nicht. Ich baue mal meinen Eingang hier frei. Ein bisschen terraformen. Man kennt's. So. Okay,
Hacke, backt ein bisschen das Gras, Mr. Bug. Mr. Grasbug. Aber, actually, könnt's eigentlich. Hier brennt was. Oh, glaubt ihr, der. Die Lava hier brennt den ganzen Wald? Ja, doch, Tatsache, da brennt direkt. Lava brennt den ganzen Wald hier ab. Okay, das ist nicht gut. Ich muss unbedingt Waldbrand hier stoppen. Alright, nicht, dass hier alles abbrennt noch. Das ist mich nachher nicht gut. Das soll schon passen hier. Nicht, dass hier der ganze Wald nämlich abbrennt. Das ist nicht, nämlich nachher nicht gut. Ich geh mal hier weg. Nicht, dass mir hier irgendwie der reinhaut. Ich kann mich in den Bär, in den Berg hier richtig gut reinbauen. Hier ein paar Fenster hier. So ein zweiten Stock. Kann ich richtig gut hier reinbauen, actually. Alright. Jetzt habe ich gerade die Dings ausgegangen. Hier die, Extra Dino. Alright. Bam. Bam. So. Hier ist noch ein Erz oder so. Terraformen, das Ganze mache ich, glaube ich, in der nächsten Folge. Das Haus wirklich machen. Aber ich muss mich mal hier irgendwie einleben. Dass ich hier irgendwie mal, weiß, wo was ist. Unser Kistenlager oder sowas. Ihr könnt Tipps fürs Haus hier natürlich in die Kommentare wieder schreiben. Wie auch immer hier. So, einen Ofen könnte ich noch hier bauen. So, ein Overridino. So, und eigentlich haben wir schon relativ viel hier. So. Ich baue ja noch. Oh, es laggt schon wieder. Welt generiert, glaube ich, immer wieder. Ich glaube, ich kann das irgendwie ausstellen. Ist das wegen den Optifine-Dings? Kann das sein? Better Grass. Also ich glaube, ich muss das Better Grass hier anschalten. Oh nee, es buggt irgendwie. Ich weiß nicht warum hier. Egal, egal, egal. Okay, ist ein Dings hier auch. Warum buggt das Gras hier? Ich weiß nicht warum hier. Habe ich irgendwie Quality? Clear Water. Oh, das finde ich gut. Clear Water offen natürlich. Das Snow. Ich weiß nicht, wann was liegt. Ich glaube, ich schau mal nächste Folge, dass das nicht hier wirklich immer buggt hier, dass es nicht ganz so laggt. Sorry dafür. Erstmal hier. Alright, die ganzen Pflanzen hier gebe ich auch mal weg und kann die nachher hier am Rand platzieren. So, apropos Pflanzen. Ich glaube, es einer hat auch geschrieben hier, oh, es laggt schon wieder. Den Botania-Mod, nämlich. Den habe ich nämlich auch anscheinend drinnen, ja. Und, da kann ich nicht in Geflügel oder sowas craften. Kann ich fliegen oder so. Ich weiß nicht. Ich kenne mich damit die ganzen Mods nicht so gut aus. Aber, ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Ich mache ein Holz von dem hier. Nämlich, ist der Baum hier irgendwie. Ah, ist eine Blume drunter irgendwie generiert worden. So. Das ganze Gras backt hier ein bisschen. Ich weiß nicht warum. I don't know. So. Die Bäume sind ein bisschen buggy hier. Ich weiß nicht warum. Buggen sich irgendwie in den Boden ran. Ich weiß ja nicht warum. Alright. So. Ein bisschen so. Durch den Boden noch komplett das Gras hier, dass der wachsen kann. Währenddessen wir gerade nicht aufnehmen. Oh, mein Eisenspitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Oh, es laggt schon wieder. Ich glaube, das ist, weil es Nacht wird, wenn ich. Ist es wegen der Lava? Nee. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass die nächste Folge gefixt ist. Ich weiß nicht warum. Sorry für die Lags. Aber hier ist gerade kein Sand. Warum ist hier kein Sand? Ich wollte eigentlich Glas schmelzen. Warum ist hier kein Sand? Sand, Sandy, Sandy, Sand, Sand. Hier ist wieder solche Corn-Dings. Ich könnte mal schauen. Da vorne war irgendwo ein Sandbiom. Da kann ich nachher nächste Folge nämlich schauen hier. Ob ich da Sand finde. Weil dort ist, glaube ich, die. Doch, ich glaube, die Bäume dort wachsen sogar auf Sand hier. Oh, Leute, was war das hier? Und. Ja. So, dann gehe ich ja mal wieder zurück nach Hause. Brennt hier noch irgendwas? Nee, oder? Hier brennt nichts. Doch, da vorne brennt was. Das ganze Gras. Oh, das wollte ich nicht hier. Das ganze Gras hier auf der Seite abbauen. Nicht, dass hier alles. Oh, apropos Seeds hier, wenn ich gleich ein Seed kriege, kann ich hier gleich anbauen, actually.
Kann ich gleich hier, ich muss mir kurz so eine Axt, so eine Spitzhacke craften hier. Für das, Dings hier. Hier kann ich auch Blumen anpflanzen. Perfekt. Ich habe schon die Grillen, Leute. So. Hier brauche ich nämlich unbedingt ein Glas hin, irgendwie. Aber vorerst. So. Ich glaube, wenn ich es irgendwie nachher mit Holz oder so habe, dann heilt das nicht mehr hier so wirklich. Ich kann auch ein bisschen Holz hier noch umcraften. Kann ich gleich den Boden hier mal machen. Und eine Tür hier unbedingt. Genau, und aus muss ich hier noch ausleuchten. Mein Ort. Oh, es leckt schon wieder. Oh nein, ich habe einen Weg gebaut. Das wollte ich nicht. So. Jetzt ist hier ein bisschen mal was ausgerüstet. Ich habe von oben kommen keine Leute. Also keine Zombies hier. So, ich craft mir erstmal hier so eine Tür hier. So, easy peasy. Alright, hier oben muss ich noch zumachen. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht zu, wenn ich nachher ein Dings finde. Eine gute alte Dings hier. Wie heißt das? So eine. So Glas, genau. Wenn ich Sand finde, dann replace ich das oben mit Glas hier. Und Cobblestone. So, jetzt brauche ich noch irgendwie eine Eisenspitzhacke. Ich glaube, ich kann mal craften. Natürlich kann ich. Ich glaube, ich crafte gleich hier auch. Was soll ich mit dir Spitzhacke craften? Nee, ich lass. Ich werde mal ein paar Eisen hier. Und solche Boots crafte ich mir auch gleich. Wie schaut das Holz eigentlich aus? LOL. Wie sieht es aus hier? Das ist ein bisschen heller als das normale Holz. Das merkt man hier fast gar nicht. So. So, bam, bam, bam. So, alright. Und hier so. Und ich glaube, ich habe auch. Doch, ich habe jetzt Dings Mods hier. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier. Ich glaube, hier kann man auch suchen. Backpack. Backpack. Genau, hier gibt es irgendwo Backpacks. Kann man nicht nachschauen, wie man die craftet. So. Backpack, Rucksack. Ja, Backpack. Ich glaube, ich craft mir gleich einen grünen hier irgendwie. Oh, ups, das wollte ich nicht. Einen großen grünen. Die kosten viel zu viel. Einen kleinen grünen. Irgendwie. Okay, ich brauche Leder. Okay, dann kann ich mir hier mal Backpack craften. Auf jeden Fall in den nächsten paar Folgen hier. Alright, so, bam. So. Und hier noch ein bisschen Holz. Easy peasy. Und jetzt habe ich hier eigentlich schon. Ich mache gleich unter dem Bett. Baue ich ja auch gleich Holz drunter. Alright. So. So, dann würde ich auch mal sagen, das war's hier mit der Folge. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da hier. Nächste Folge bauen wir das Haus wahrscheinlich aus hier. Und schreibt unbedingt wieder Kommentare. Dann werdet ihr eingeblendet zu den ganzen anderen Leute hier. Und ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und aktiviert unbedingt die Glocke und abonniert mich für mehr Minecraft Scarlet. Und by the way, unten für jeder, der erst jetzt eingeschaltet, Scarlet Hashtag, also in der dritten Folge von Scarlet, in der Beschreibung, erster Link ist hier natürlich die Playlist von Scarlet, wo alle Videos dabei sind und so. Wo alle Videos von Scarlet, die bisher hochgeladen worden sind, drauf sind. Also ihr könnt alles nachschauen, wenn ihr was verpasst habt. Also ja, lasst ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke und ciao!